Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich herausgesucht habe für diesen Gottesdienst am Sonntag Robargarde zum Thema Geborgenheit, steht in dem Psalm, den wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben. Wir wollen hören aus Psalm 31, noch einmal die Verse 15 und 16. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort der Zuversicht, dieses Wort, das uns vermittelt, dass wir geborgen sind mit unserer Lebenszeit in deinen Händen, jetzt für diesen Gottesdienst, für diese Predigt. Wir wollen die Predigt hören über dieses Wort, aber damit diese Predigt zu deinem Wort wird und dass du wirklich Menschen begegnest in dieser Predigt, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt. Segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns im Jahr 2017. Wir werden dieses Jahr das Lutherjubiläum des Thesenanschlages bedenken, 500 Jahre Reformation. Und in diesem Jahr wird viel über Luther geschrieben, wird vieles gesagt. Und nicht alles, was man von Luther sagt, kann man auch historisch belegen. Also es gibt zum Beispiel das Zitat von Luther: Wenn denn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Kennen sehr viele Menschen. Allerdings können wir Kirchengeschichtler nirgendwo schauen, wo das steht. Man kann es historisch nicht belegen. Und doch passt es ganz hervorragend zur Theologie und Denken Luthers, passt auch sehr gut zu dem, was die Bibel sagt. Solch ein Zitat habe ich Ihnen auch heute Morgen mitgebracht in diesem Lutherjahr. Ein Zitat von Luther, das ihm zugeschrieben wird, das immer wieder kolportiert wird. Aber wir wissen nicht genau, wo es steht, wo es herkommt, beziehungsweise wir können es historisch nicht genau belegen. Dieses Zitat ist eingebettet in einen Kontext. Zu Beginn der Reformation, also unmittelbar nach dem Thesenanschlag Luthers, kam es zunächst einmal zu intensiven theologischen Auseinandersetzungen der Kirche mit Luther. Da hat man hervorragende Theologen geschickt, die die alte Linie vertreten und die Luther überzeugen sollten. Die wollten den nicht direkt in den Kirchenbann stellen, sondern die wollten erst mal überzeugen, er sollte widerrufen. Und dann schickte man in den Jahren 1518 und 1519 Theologen zu ihm, unter anderem den Kardinal Cajetan oder Eck, und hat man Disputationen gehalten. Aber Luther hat da knallhart und ganz sauber von der Bibel verteidigt und hat die sehr alt aussehen lassen. Aber obwohl die in den Diskussionen, in den Disputationen unterlegen waren, war klar, da ist dieser kleine Mönch Luther und er steht gegen die mächtige Kirche. Die bieten ihm hier so den Notausgang an, du kriegst jetzt noch die Kurve, du wirst nicht verbrannt werden. Aber wenn du dabei bleibst, egal wie scharf du theologisch von der Bibel her denken kannst, dann bist du verloren. Und nach so einer Diskussion, nach so einer Disputation, kam wieder ein ranghoher Geistlicher zu Luther und sagt ihm, bei allem, was Sie richtig erkannt haben, Herr Luther, Sie stehen gegen die Kirche. Und wenn Sie sich gegen die stellen, da wird alles über Sie hereinbrechen, was über Johannes Hus, was über all die anderen gekommen ist. Das müssen Sie wissen, dass dann keine schützende Hand mehr über Ihnen ist, wenn Sie bei Ihren Thesen bleiben. Wissen Sie, in wessen Hand Sie dann sind? Und das war so die Frage dieses Geistlichen danach. Gibt es denn irgendwelche weltlichen Fürsten, die Sie vielleicht schützen? Und dann gibt Luther folgenden Satz zur Antwort. Wissend, dass er irdisch gesehen sich vollkommen ins Ausgesetzt hat und dass er mit dem Tod rechnen muss. Und er sagt auf diese Frage dieses Geistlichen hin, ich bleibe, wo ich immer war, in der Hand des allmächtigen, mich liebenden Gottes. Ich bleibe, wo ich immer war, in der Hand des allmächtigen, mich liebenden Gottes. Bei all den Anfechtungen, bei all den Problemen, die auf Luther zukamen, war das seine Gewissheit, seine Geborgenheit, dass er eben geborgen ist mit seinem Leben
in der Hand des Allmächtigen. Und das ist genau das, was unser Predigtvers sagt. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und das möchte ich Ihnen nun einmal auslegen, eben von dieser Erfahrung Luthers her über dieses Wort, was es heißt, geborgen zu sein in des Herrn Hand, bei den Schwierigkeiten und Problemen, die auf einen zukommen. Ich habe diese Predigt überschrieben, vierfach geborgen in des Herrn Hand. Vierfach geborgen in des Herrn Hand. Erstens geborgen angesichts des Kummers. Zweitens geborgen angesichts der Angriffe. Drittens geborgen angesichts der Sünde. Und viertens geborgen angesichts des Verfalls. Das erste, geborgen angesichts des Kummers. Der, der diesen Psalm geschrieben hat vor 3000 Jahren, war ein Mann, der vieles erlebt hat, viele Höhen, aber auch unglaublich viele Tiefen. Wir wissen von kaum einem Menschen so viel biografisch aus dem Alten Testament wie von David. Wenn er hier schreibt im Vers 11 in diesem Psalm, denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer, so können wir das mit vielen Geschichten belegen. Es sind furchtbare Dinge in seinem Leben passiert. Kinder gestorben, eigene Kinder, an denen er gehangen hat. Menschen, die ihm nahe standen, haben sich von ihm abgewandt, haben ihn bekämpft. Er hatte als Regierungschef des größten Reiches der damaligen Zeit mit vielen Schwierigkeiten zu tun. Einmal kam eine große Hungersnot über Israel, viele Tausende starben. Dieser König David wusste etwas vom Kummer. Aber auch angesichts seines Kummers hat er eins immer wieder erfahren. Er war nicht allein. Da war ein lebendiger Gott, der bei ihm war, der hat ihm Geborgenheit geschenkt. Er wusste, dass seine Zeit in den Händen des lebendigen Gottes steht und nicht bestimmt davon wird, was in dieser Welt passiert. Auch Luther war ein Mensch, der viele, viele, viele Kümmernisse hatte. Das war nicht nur ein hervorragender Theologe, das war ja auch ein Mann, der immer wieder in seinen Briefen, in seinen Predigten offen darüber gesprochen hat, von seinen Ängsten, von seinen Schwierigkeiten. Und wir wissen auch von den Menschen um ihn herum, dass er zum Teil sehr depressiv war. Einmal will er einfach nicht mehr weiterleben, da arbeitet er auch nicht mehr. Da geht seine Frau hin und lässt über die Tür in Wittenberg ein neues Portal anbringen und vom Steinmetz einmeißeln, wie wird er leben. Da wird seine Frau für ihn zum Prediger und da gründet er sich neu drin und weil Jesus lebt, weil er das wieder neu hört und annehmen kann, fühlt er sich geborgen und kann weiterarbeiten. Er hat unglaubliche Kümmernisse gehabt. Viele seiner Glaubensgenossen wurden umgebracht. Wie würde das weitergeben? Was hatte er da veranlasst alles? Das war zu viel für diesen kleinen Menschen. Aber das durfte er immer wieder erleben bei all seinem Kummer. Da war ein lebendiger Gott und er schenkte ihm Geborgenheit. Wir haben eben vor der Predigt unser Lied gesungen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Dann haben wir gesungen, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Ich denke, das können wir alle hier erzählen, wie wir hier sind, von unseren Kümmernissen, die wir erlebt und erfahren haben. Wo wir geschrien haben zum lebendigen Gott und auf einmal war er da und hat uns neu in Geborgenheit zurückgenommen. Und wir erleben durften, dass unsere Zeit in seinen Händen steht. Und weil das im Leben vom König David so gewesen ist, im Leben von Luther gewesen ist und eben auch schon in unserem Leben, da dürfen wir froh nach vorne gucken. Wir dürfen wissen, der Gott, der uns geholfen hat, der so viel Milliarden Menschen schon geholfen hat und ihnen Geborgenheit geschenkt hat, er ist auch da in dem, was uns jetzt aktuell Kummer schafft. Ich möchte das zusagen angesichts deines Kummers, angesichts deiner Sorgen und deiner Ängste, mit denen du heute Morgen gekommen bist, mit dem, was dich momentan quält, was dich umtreibt, was dich irdisch fertig macht. Er ist da, Jesus Christus. Und du stehst mit deinem Leben und deiner Zeit allein in seinen Händen. Lass dich fallen, mach dir keine Gedanken. Er ist dein Gott und er hält dich. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ein zweites, geborgen angesichts der Angriffe. Es ist nicht nur so, dass wir als Menschen Kümmernisse, Ängste und Sorgen haben. Nein, wir müssen auch viel Furchtbares in dieser Welt erleben, nämlich, dass Menschen uns wirklich angreifen.
Letzte Woche ist politisch diskutiert worden, wie das ist mit Cybermobbing. Auch im Internet passiert das, was zum Teil zwischen Nachbarn, was in Familien passiert, dass ein Mensch einen anderen Menschen angreift. Es wird gesucht, wie man das eingrenzen kann. Und es ist berichtet worden davon, dass jeder fünfte Schüler in Deutschland mittlerweile schon Erfahrung damit gemacht hat, dass er furchtbar angegriffen worden ist, auch im Internet, dass er dieses Cybermobbing erlebt hat. Und das sind Dinge, die das menschliche Leben unglaublich zerstören können, wenn andere Menschen kommen und einem nach der Ehre, nach der Reputation, aber vielleicht auch sogar nach dem Leben trachten. König David hat das auch erlebt. Er schreibt im Psalm 31, er rette mich von der Hand meiner Feinde, von denen, die mich verfolgen. Ja, was hat der alles nicht erleben müssen, wie Menschen ihn nach dem Leben trachteten? Der König Saul, der versucht ihn umzubringen. Als er später König ist, so viele Anschläge auf sein Leben. Oder als er noch ein kleiner Hirtenjunge ist, nicht? Als er dem Goliath entgegentritt. Das ist so eine meiner Lieblingsszenen im Alten Testament, wie dieser kleine, schwache, hilflose David kommt gegen den hochgerüsteten Krieger, der ihm militärisch komplett überlegen ist. Wo dann David folgenden Satz spricht, als ihm alle um ihn rum sagen, zu dem kannst du nicht hingehen, er ist viel stärker, und ihm abraten, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Da sagt dann 1. Samuel 17, der Herr, der mich vor Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und weil David sich geborgen wusste in der Hand des lebendigen Gottes, der ihn gerettet hatte vor anderen Angriffen, vor den wilden Tieren, der hatte das Vertrauen darauf, dass er ihm auch helfen würde gegen diesen Philister, der den Namen des lebendigen Gottes gelästert hatte. Und dann hat David ihn weggeputzt. Weggeputzt, weil der lebendige Gott auf seiner Seite war, weil er geborgen war in seinen Händen. Und das ist etwas Wunderbares zu wissen. Ja, Menschen greifen mich an, aber ich bin geborgen bei dem lebendigen Gott. Auch eine Erfahrung, die Luther gemacht hat. In Worms, da stand die ganze Welt gegen ihn 1521. Und er geht nach Worms. Sie haben ihm freies Geleit versprochen, aber der weiß genau, das haben sie damals auch Johannes Hus 100 Jahre vorher versprochen. Und sie haben ihn trotzdem verbrannt. Und er geht nach Worms und weiß, wenn ich bei meiner Lehre bleibe, werde ich brennen. Es stehen alle gegen mich. Aber er wusste sich geborgen in den Händen des lebendigen Gottes und da konnte er Zeuge sein. Und dann durfte er erleben, wie er nicht verbrannt wird, wie er den Feinden widerstehen konnte, dass er geborgen war und wurde durchgeführt. Wir haben das vor 2 Jahren im viel kleineren Maßstab auch hier erlebt. Auch Angriffe von Menschen, Leute, die Jesus Christus nicht kennen und uns unterstellen wollen, wir wären Hassprediger, wir wären eine verfemte Gemeinde und sonst irgendetwas. Und das darf ich sagen, die intensivste Zeit des Erlebens der Geborgenheit bei Gott waren für mich diese Wochen, wo es nicht so ganz gut aussah, ob der Frage, wie wird es denn weitergehen, bleibe ich Beamter der Landeskirche, ja oder nein. Da durfte ich immer wieder durch viele Worte, durch Losungen, durch das, was mir Brüder und Schwestern zugeschrieben haben, erleben und erfahren. Ich bin geborgen in der Hand des lebendigen Gottes. Und das ist ein unglaublich starkes Gefühl, wenn Menschen einen angreifen. Und das darfst du auch haben, wo du Angriffen von Menschen ausgesetzt bist. Vielleicht nicht, dass sie dir am Leben trachten, dich irgendwie aus der Firma schmeißen wollen. Vielleicht ist es nur ein Konflikt, wo du dich nicht mehr wehren kannst, wo dir ein Mensch zum Kummer geworden ist, wo dich jemand anders fertig macht, da darfst du wissen, er, Jesus Christus, ist bei dir. Du bist geborgen bei ihm. Und er wird dich final retten aus dem, was dir jetzt Kummer ist, ob der Angriffe von Menschen, die gegen dich stehen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Ein drittes, die Geborgenheit angesichts der Sünde. David und Luther und jeder Christ hat nicht nur Angst und Schwierigkeiten in dieser Welt, er wird nicht nur angegriffen von anderen Menschen, er ist und bleibt auch ein Sünder. David reflektiert das hier auch im Psalm 31. Und er spricht davon, dass seine Kraft verfallen ist wegen seiner Sünde, durch seine Missetat. David, davon erzählt die Bibel auch, war ein furchtbarer Sünder. Wir kennen alle diese Geschichte von der Bathsheba, wo er nicht nur die Ehe bricht mit der anderen Frau, sondern um den Ehebruch zu vertuschen, auch noch den Ehemann tötet. Eine furchtbare Sünde, die Gott ihm vorhält. Und wir lesen dann auch, wie er über diese Sünde Gram geworden ist, wie sich darunter beugt und wie er fast zerbricht unter dieser Last dessen, was er selber verschuldet hat. Aber er darf auch da erleben, weil er Buße tut, ist er wieder geborgen bei Gott.
Übrigens ist das interessant, dass von den 7 Bußpsalmen der Bibel 6 von David geschrieben sind. Da sehen wir, wie nötig der die Buße hatte und wie er immer wieder zurück wollte, ob seiner Sündhaftigkeit, in den Schoß des lebendigen Gottes. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Mann geführt, der zum Glauben gefunden hat nach langer Zeit, der aber, als er noch in der Welt war und noch nicht im Glauben stand, seine Ehe katastrophal gegen die Wand gefahren hat, der seine Frau betrogen hat, der seine Frau und seine Kinder verlassen hat und der da großen Schaden bei anderen Menschen angerichtet hat und obwohl er jetzt im Glauben steht, eben diesen Schaden nicht mehr wieder gut machen kann. Und hat dann den Satz gesagt, und das kann ich mir nicht vergeben. Nachdem er zum Glauben gekommen ist, hat er verstanden, was er da Furchtbares getan hat, wie das Leben seiner Frau zerstört hat, wie das Leben seiner Kinder mit schwerer Hypothek belegt hat. Und das konnte er sich nicht vergeben. Er konnte es nicht wieder gut machen, diesen Fehler, den er begangen hat. Da war ich froh, dass ich ihm sagen durfte, Sie können sich vergeben, weil ein anderer ihnen das vergibt, weil sie nun unterm Kreuz sind, Jesus Christus. So schlimm und so furchtbar und falsch das gewesen ist, was sie getan haben. Aber selbst dafür gibt es Vergebung, bei Jesus Christus. Und wenn wir diese Vergebung annehmen, wenn wir unter dem Blut des Heilandes stehen, wenn wir Buße getan haben, dann dürfen wir uns auch Dinge selbst im Leben vergeben. Und vielleicht bist du ja heute Morgen auch gekommen mit so einer Schuld, die du trägst. Vielleicht ganz frisch, aber auch schon länger bei dir. Etwas, wo du weißt, hier habe ich richtig daneben gelegen, ich kann es auch nicht wieder gut machen. Und vielleicht bist du auch schon häufig unterm Kreuz damit gewesen, aber du selber kannst es dir noch nicht vergeben. Da möchte ich dir sagen, lass es gut sein. Wenn du Buße getan hast, wenn du unter dem Kreuz warst und wenn das Blut des Heilandes über dieser Schuld ist, dann darfst du dir auch selber vergeben. Weil der Gott, der dich lieb hat und der für dich auf Golgatha gestorben ist, dir die Schuld vergeben hat und dir durch seine Vergebung neue Geborgenheit schenken will. Wir dürfen als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu Christi wissen, dass es da jemanden gibt, der uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir Buße tun. Dass es da jemanden gibt, der unsere Schuld trägt, der sie wegnimmt von unseren Schultern. Und das ist unglaublich entlastend. Wir singen ja immer wieder beim Abendmahl, wenn wir zusammenkommen, Christi, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, so ein Lied von Luther halt nicht. Das ist das Wunderbare halt. Das ist das Wunderbare, dass Jesus unsere Schuld getragen hat und dass wir deshalb frei sein dürfen. Halleluja. Ob all des Mistes, den wir gemacht haben, all der Schuld, wenn wir Buße getan haben, wenn das Blut des Heilandes über unsere Schuld ist, dann dürfen wir neu geboren sein beim lebendigen Gott, der eigentlich keine Gemeinschaft mit dem Sünder hat. Er nimmt uns neu an. Und wenn wir das erleben, dann dürfen wir uns auch neu annehmen. Das möchte ich dir als frohe Botschaft sagen. Ob deiner Fehler, ob deiner Schuld, die du getan hast, warst du unterm Kreuz, dann hat der Herr dir vergeben und dann darfst du dir selber auch vergeben. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Und ein viertes und letztes, was wir finden dürfen, wo wir geborgen sind, geborgen angesichts des Verfalls. Davon spricht der König David hier ganz offen im Psalm 31, spricht davon, meine Kraft ist verfallen, meine Gebeine sind verschmachtet. In Vers 13 heißt es, ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Er schreibt diesen Psalm am Ende seines Lebens. Und auch da berichtet die Bibel ausführlich darüber, wie der so schwach wird. Der liegt im Bett und er wird nicht mehr warm. Da holen sie eine neue Frau, legen sie dazu, aber auch die kann ihm nicht helfen. Der ehemalige so starke Krieger, der in jungen Jahren alles da weggehauen hat, was da war, ist alt geworden, krank geworden, kalt geworden. Er ist geworden, so sagt er, wie ein gebrochenes Gefäß. Auch er, der Mann Gottes, muss den Verfall des Lebens, den biologischen Verfall seines Körpers erleben. Und das ist nicht nur David so gegangen, auch Luther, der schreibt doch offen in seinen Briefen, zum Ende seines Lebens wird es immer schlimmer, wie er leidet unter all dem Verfall, wie er nicht mehr richtig kann und wie er Magenprobleme hat, alles immer schlimmer wird, wie er vermutlich unter Gicht furchtbar gelitten hat. Schlimme Dinge, wo er da einfach auch berichtet, wie der äußere Mensch verfällt. Und wir haben ja heute bei uns in unserer Gesellschaft so ein, ja, Altersverharmlosungstick. Ja, also nach dem Jugendwahn, der lange da war,
wird uns jetzt weisgemacht, wie wunderbar das Altern wäre. In der Werbung, dann siehst du da irgendwelche 75 grauhaarige Männer, die springen dann über die Bäume und fahren Fahrrad halt, weil sie irgendwelche Tablettchen schlucken. Da wird gesagt, so wunderbar sei das Altern noch. Also die Bibel ist da offen und ehrlich. Die sagt uns ganz klar, so ist das nicht. Also jetzt nicht, dass ich das Altern irgendwie verdamme, auf gar keinen Fall. Natürlich hat das Alter auch schöne Tage. Aber da hat keiner Spaß dran, wenn die Haare ausfallen, wenn man nicht mehr allein die Treppe hochkommt und wenn man die Kiste Bier nicht mehr aus dem Auto heben kann. Das sind Dinge, die nicht schön sind. Bitte lesen Sie Prediger 12, der Sohn vom König David, der reflektiert das in Prediger 12, wie Altern ist. Das sind ganz tolle Bilder, die dort berichtet sind. Da heißt es davon, wenn die Müllerinnen müde geworden sind, das ist ein Bild für die Zähne, nicht, wenn die nicht mehr können. Wenn Sonne und Mond verfinstern sich, also wenn die Augen langsam keine Leistungsfähigkeit mehr haben. Wenn die Hüter des Hauses, so heißt es da, schwach werden, also wenn die Arme keine Kraft mehr haben. Oder so heißt es da, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, wenn man nicht mehr richtig hören kann. Das ist nicht schön. Da macht uns die Welt was vor. Die Welt, die mit dem Tod nicht umgehen kann, die verleugnet auch die Altersprozesse und will sie schönreden. Nein, das ist nicht schön. Und das weiß jeder alter Mensch mit 25, wo man richtig im Saft war, das war schöner als mit 85, wo man nicht mehr richtig kann. Und da haben Leute auch Probleme mit, wenn sie alt werden, wenn der Verfall einsetzt. Gar keine Frage. Jeder möchte noch kerngesund sein und möchte, dass es besser geht. Aber wir müssen in den Verfall rein. Der äußere Mensch verfällt. Und da ist es gut, dass wir in diesem irdischen Verfall, dem wir alle ausgesetzt sind, geborgen sind bei dem lebendigen Gott. Es gibt so ein tolles Wort in Jesaja 46, da heißt es, ihr werdet von mir getragen, vom Mutterleib an und vom Mutterschoße und seid mir aufgeladen, auch bis ins Alter bin ich derselbe, ich will euch tragen, bis ich grau werde, bis ihr grau werdet, ich habe es getan, ich will heben, tragen und erretten. Das ist auch so ein Wort der Geborgenheit fürs Alter. Ja, das Alter ist manchmal sehr schwer, das ist manchmal sehr hart. Und es ist furchtbar, dem Verfall bei lieben Menschen zuzusehen, aber vor allen Dingen den Verfall am eigenen Körper mitzuerleben, wenn es nicht mehr so geht wie früher. Da ist es toll, dass wir einen Herrn und Gott haben, der uns hält, auch in diesen Prozessen. Auch wenn wir nicht mehr richtig können, er ist mit seiner Kraft und seiner Stärke da. Er hält uns auch, wenn wir zerbrechen, wenn wir im Verfall sind. Wir haben einen Gott, der uns Geborgenheit gibt. Und nicht nur in den Alterungsprozessen dieser Welt. Nein, auch wenn dieser Alterungsprozess final wird. Wenn dann kein Arzt, kein Physiotherapeut, kein Pharmazeut mehr was machen kann, sondern wenn dann auf einmal Exitus ist, wenn der Körper final verfallen wird, wieder in die Erde gelegt wird und zur Erde wird. Selbst da schenkt uns Gott Geborgenheit. Ja, da schenkt er sie uns absolut. Wenn wir diesem Gott vertrauen, dann dürfen wir erleben, dass unsere Zeit nicht nur für die Lebenszeit in seinen Händen ist und er uns Geborgenheit gibt bei allem, was hier in dieser Welt ist. Er schenkt uns die finale und absolute Geborgenheit, wenn wir die Augen zumachen und dann bei ihm sind, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist was Wunderbares, dass wir geborgen sind angesichts des Verfalls. Das ist unser Trost im Leben und im Sterben, dass wir einen Gott haben, der uns lieb hat und der uns Geborgenheit schenkt. Und das möchte ich dir auch zusprechen, noch einmal ganz persönlich, angesichts deines körperlichen Verfalls. Und das setzt nicht erst mit 80 Jahren ein, über den du dich vielleicht momentan grämst, wo du Probleme hast. Du darfst wissen, er, Jesus Christus, ist da und er hält dich in deinem Altern, in deinem Verfall. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich habe diese Predigt begonnen mit diesem Zitat von Luther. Ich bleibe, wo ich immer war, in der Hand des allmächtigen, mich liebenden Gottes. Ich hatte ihn zu Beginn schon gesagt, ich kann ihm nicht sagen, wo das steht. Ich kann nicht belegen, ob er es tatsächlich so gesagt hat. Aber ich darf Ihnen versichern, dass das, was mit diesem Zitat ausgedrückt ist, die Wahrheit ist. Dass, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, an ihn glauben, wie die Schrift sagt, dass wir da bleiben, wo wir immer waren, in der Hand des allmächtigen, uns liebenden Gottes. Und mit dieser Geborgenheit darfst du in die nächste Zeit gehen. Angesichts deines Kummers, angesichts der Angriffe, der du ausgesetzt bist, angesichts der Sünde, der du dich nicht selber vergeben kannst und angesichts des Verfalls, dem du ausgesetzt bist. Er, Jesus, ist für dich da und er hält dich mit deiner Zeit in seinen dich liebenden Händen.
Und so dürfen wir wie David sprechen: Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Alle Ehre, allen Lob diesem Gott und Herrn, der uns Geborgenheit schenkt. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.